Willkommen zu meiner täglichen Andacht. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam über Gottes Worte nachdenken und beten. Meine Andacht vom 7. August. Bleib fit. Der Bibelvers für heute steht in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. Bis zu meinem 64. Lebensjahr habe ich nie ernsthaft Sport getrieben. Ich bin zwar walken gegangen und habe mich hier und da bemüht, fit zu bleiben, aber ich war nicht besonders engagiert. Jahrelang holte ich immer wieder neue Entschuldigungen aus der Kiste. Ich hatte viele gute Gründe, warum ich keinen Sport treiben konnte. Aber Gott sprach zu meinem Herzen und ermutigte mich, ernsthaft mit einem Fitnessprogramm anzufangen, damit ich auch im letzten Drittel meines Lebens stark sein würde. Ich hatte mir schon angewöhnt, mich gesund zu ernähren. Doch als ich Gott gehorchte und anfing, mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, begann für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich sah besser aus, fühlte mich besser und was am wichtigsten war, ich ehrte Gott, weil ich gut für den Körper sorgte, den er mir gegeben hatte. Falls es in diesem Bereich noch Steigerungsmöglichkeiten bei dir gibt, frage Gott im Gebet doch einmal, was du tun kannst, um einen gesünderen Lebensstil zu führen. Die Bibel sagt, dass unser Körper der Tempel Gottes ist. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich möchte dafür sorgen, dass Gott dieser Tempel auch gefällt. Entscheide dich heute, den Tempel für Gott in einem guten Zustand zu halten. Ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Herr, ich habe mich entschlossen, etwas für meine Gesundheit zu tun. Hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um meine Gesundheit ständig zu verbessern. Mein Körper ist dein Tempel und ich will ihn für dich in gutem Zustand halten. Amen. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, dass Gott immer bei dir ist und dich durch den Tag leitet. Wenn du gerne mehr Tipps für deinen Alltag mit Gott bekommen möchtest, dann bestell dir doch kostenlos mein Magazin unter joyce-meyer.de/magazin. Hab einen gesegneten Tag.